Hallo ihr Lieben, euer Girl Cecile hier mit dem Thema Outing im Trans-Kontext heute. Also in diesem Video möchte ich euch erzählen, wie es bei mir mit der Outing war und was für Tipps ich für euch habe. Zuallererst muss man sagen, Outing ist nur wichtig, wenn man sich nicht mehr wohlfühlt. Wenn es rausgelassen werden muss, wenn man einfach nicht mehr weiterleben kann. Bei mir war es ja extrem schlimm. Ich habe 4 Jahre mich im Geheimen gestylt und niemand wusste, dass ich trans bin. Das Problem ist, die Symptome, die daraus folgerten bei mir, war es halt Depressionen, permanente Müdigkeit, Schwindel. Es ging einfach nicht mehr weiter. Ich musste was ändern. Ich musste sagen, hey, ich bin trans. Ich muss es jetzt komplett durchziehen. Dann war es klar, dass das Outing stattfinden muss. Aber wenn ihr nicht das Verlangen habt, wenn ihr es im Geheimen machen könnt oder machen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun. Ihr müsst euch niemandem gegenüber outen. Das ist erstmal ganz wichtig zu erwähnen. Bei mir war es dann so, ich habe mich im Februar geoutet. Erstmal im Internet. Und naja, die Reaktionen waren anfangs äußerst positiv. Die Leute waren supportive. Nur dann wurden es immer weniger Leute und ja, im Grunde genommen waren sie nicht supportive. Die haben wahrscheinlich gedacht, hey, die trollt bestimmt, die meint das nicht ernst. Und naja, dann meinte ich es aber doch ernst, weil ich mich halt schon immer so gefühlt habe. Und ja, nach und nach sind die Leute dann abgesprungen. I mean, wenn euch das irgendwie wehtut, Freunde zu verlieren, dann ist das eine Sache, aber ihr müsst es halt auch so sehen, waren das dann richtige Freunde, wenn die alle abspringen? Nein, das ist der ultimative Test. Also ich sehe das eigentlich relativ positiv. Alle Leute, die abspringen, die waren dann mir wirklich die Freunde. Und es ist quasi wie so ein Filter. So ein Schmutzfilter oder Kaffeefilter oder so, ne? Es kommt halt nicht alles durch. Und wahre Freunde gibt es halt nicht so oft auf der Welt. Das ist halt das Ding. Bei meinem Vater habe ich mich erst später geoutet. Einen Monat später. Weil das halt nochmal ein bisschen schwieriger ist. Ich meine, mein Vater ist mir übelst wichtig. Er hat mich schon immer heftig unterstützt in jeder Hinsicht, war immer super nett zu mir und er ist schon ein wichtiger Mensch für mich. Und ja, den zu verlieren wäre nicht so einfach. Bedeutet, da stand viel auf dem Spiel. Den habe ich das auch nur schriftlich erzählen können und der war natürlich erstmal voll baff und ja, brauchte erstmal seine Auszeit, sag ich mal. Aber nach und nach hat er sich dran gewöhnt und naja. Er kommt damit klar, sagen wir es mal so. Er akzeptiert es. Und das lief tatsächlich richtig gut. Und ja, das war es dann auch schon mit meinem Outing eigentlich. Heutzutage bin ich ja stealth unterwegs. Die Leute lernen mich nur als Frau kennen. Und von daher brauche ich mich auch niemanden mehr zu outen. Naja. Das war meine Geschichte. Ja, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr wirklich trans seid, dann geht am besten zum Therapeuten oder Therapeutin, redet mit dem Menschen drüber und dann könnt ihr immer noch einen Entschluss fassen. Wenn ihr euch dann sicherer seid und denkt, ihr zieht das jetzt komplett durch, dann könnt ihr problemlos euch nach und nach in eurem Tempo outen. Das ist ganz wichtig. Manche, die rushen das dann. Oh, ich muss es jetzt sofort meinen Eltern erzählen, meiner Oma, meinen Freunden und Die wollen das direkt hinter sich bringen. Weißt du, an einem Tag speedrun die das. Die sagen das direkt der ganzen Welt. Die gehen dann nackt auf die Straße und sagen, ja, ich bin trans. Nein, natürlich nicht. Ich mache nur Spaß. Aber Leute, ja, solche gibt es. Ihr müsst das nicht sofort jedem sagen. Macht das in eurem Tempo und ich kann euch eins erzählen. Fangt mit eurem besten Freund, eurer besten Freundin an, den ihr am meisten vertraut, den sagt ihr es zuerst. Dann habt ihr schon mal eine Reaktion. Besten Freunde, beste Freundin, die sind sowieso ein bisschen verständnisvoller. Könnt ihr mit denen auch nochmal reden und dann die weiteren Schritte auch eventuell mit denen gemeinsam planen. Das ist ganz wichtig, dass ihr da erste Erfahrungen sammelt, in einem Umfeld, wo ihr euch wohler fühlt.
Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Und dann könnt ihr nach und nach beim Freundeskreis weitermachen. Ich sag mal so, beim Freundeskreis ist es am einfachsten. Das ist wirklich Easy Mode. Und dann kommt schon der Normal Mode. Und das ist nämlich Eltern, das zu sagen. Ich meine, es gibt Eltern, die schmeißen einen aus der Wohnung, die wollen einen nicht mehr akzeptieren. Die schließen einen dann von Festen aus, Weihnachten, Hochzeit, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Es kann passieren, dass du aus der Familie quasi excluded wirst. Ausgeschlossen wirst. Und das ist natürlich scheiße. Die Angst besteht immer. Aber ganz ehrlich, da man permanent in Kontakt steht mit den Eltern, zumindest bei Weihnachten, Geburtstagen, Pünktchen, Pünktchen, wo man sich halt immer so trifft, kommt man nicht dran vorbei. Ihr wollt ja irgendwann das Leben leben, was ihr leben wollt. Stell dir mal vor, ich würde dann zu Weihnachten immer wieder als Junge da erscheinen. Das passt da vorne und hinten nicht. Das passt da vorne und hinten nicht. Und ihr könnt doch nicht auf ewig dann weiter schauspielern. Ihr kommt nicht drum herum. Ihr müsst es euren Eltern auf jeden Fall irgendwann sagen. Und es ist nicht so einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Deswegen macht es auf einen Weg, wo ihr wirklich erklärt, warum es nicht mehr anders geht. Sodass die Eltern dann auch Empathie und Verständnis zeigen können. Damit die ein bisschen euch mehr verstehen. Ihr müsst es wirklich gut erklären und entgegenkommend sein, auch den Eltern gegenüber. Wenn dann die Eltern sagen, ja, muss ich erstmal drauf klarkommen. Wenn die es nicht sofort begreifen, nicht sofort ausrasten. Die kennen euch seit Geburt. Das bedeutet, wenn die dann nicht sofort die Personalpronomen ändern können oder den Namen, dann ist das ganz natürlich. Ihr dürft nicht dann sofort ausrasten. Die kennen euch schon ewig. Und nach einer gewissen Zeit akzeptieren gute Eltern auch, dass ihr trans seid, weil die wollen ja eigentlich, wenn es gute Eltern sind, dass ihr Kind glücklich ist. Von daher, wenn ihr wirklich gute Eltern habt und ein gutes Gefühl dabei habt, dann habt ihr eigentlich nichts zu verlieren. Aber ganz wichtig ist, dass ihr es vernünftig darlegt und auch vernünftig erklärt, warum ihr euch so fühlt. Wenn ihr jetzt einfach sagt, ja, ich bin jetzt Girl oder so, ohne irgendwelche Erklärungen oder so, das ist nicht so cool. Ihr müsst schon ein bisschen ins Detail gehen. Das ist so mein Tipp. Ich habe es meinem Vater auch nur schriftlich gesagt, weil es ein bisschen einfacher ist, als eine Person das so ins Gesicht zu sagen. Besonders bei den Eltern, finde ich. Ist natürlich wieder ein bisschen unpersönlich und ich verstehe schon das Problem, warum man das kritisieren könnte. Aber ganz ehrlich, das ist am einfachsten. So vergisst man auch nichts. Wenn ihr da irgendwie einen Text schreibt, könnt ihr immer wieder ergänzen, ergänzen, ergänzen. Ihr könnt euch Stichpunkte vor und dann den Text abschicken. Denn man kann da viel besser das Ganze planen. Aber wenn ihr jetzt einfach so einen Smalltalk macht, zum Beispiel sagt, Mami, Vati, komm, wir gehen jetzt mal spazieren, ich muss euch was sagen, dann kann es sein, dass ihr was vergesst. Wenn ihr schriftlich aufzeigt alles im Detail, dann ist das eigentlich besser. Und es ist auch viel einfacher, sich vom Herz zu reden, finde ich. Naja, soviel zu den Eltern und ganz zum Schluss würde ich dem Umfeld sagen. Das sind Lehrer in der Schule oder das ist der Arbeitgeber oder die Lehrkräfte an der Universität, die Dozenten oder ja, was weiß ich, euer Umfeld halt. Arbeit, Schule, Uni, was weiß ich, was noch alles gibt. Dabei ist vor allen Dingen wichtig, was der Arbeitgeber, sprich euer Chef, sagt, beziehungsweise dem müsst ihr jetzt eigentlich nur sagen. Die ganzen Kollegen oder so, die spielen ja keine Rolle, im Grunde genommen. Die können ja gerne fragen, aber dem müsst ihr das theoretisch nicht sagen. Denn es kommt ja nur auf den Chef an. Der Chef gibt euch das Geld, der Chef kündigt euch oder stellt euch ein. Das ist immer nur der Chef. Also der spielt eine Rolle. Und das Problem ist, manche Chefs sind dann so transphob oder so, die schmeißen einen dann raus. Ja, du schädigst den Ruf und naja, es
gibt halt immer noch so ein bisschen Leute, die so ein veraltetes Denken leider haben. Und ja, das kann nicht einfach sein. Also klar gefährdet so ein Outing den Job. Aber ihr wollt ja auch glücklich sein. Und wenn ihr die ganze Zeit schauspielert als Person, die ihr nicht seid, und permanent am Arbeiten seid, dann zieht das auch die Leistung eigentlich in den Keller. Sprich, wenn ihr unglücklich seid, könnt ihr nicht effizient arbeiten. Und gute Chefs, die sollten das eigentlich supporten. In jeder Hinsicht. Ich habe sogar mal gehört, dass in USA Discord, jeder kennt Discord mittlerweile, dass Discord ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich, die trans sind, die Transition bezahlt haben. Wie geil ist das? Wie geil ist das? Die bezahlen irgendwie 10.000 Euro oder Dollar in den USA für die gesamte Transition. HRT, Operation, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wie geil ist das? Und so sollte es sein, to be honest. Weil dadurch, dass die Transition erfolgt, finanziert wird, hat man dann Arbeiter und Arbeiterinnen, die viel lieber und effizienter dort arbeiten. Sprich, eigentlich sollten die Chefs das supporten, weil die dann einfach besseres Personal bekommen. Ist einfach so. Glückliche Leute, bessere Arbeitseffizienz, oder nicht? Naja. Und in der Schule, ganz ehrlich, ich verbeuge mich vor allen Transpersonen, die sich in der Schule outen. Ich kann's nicht. Ich hatte ja auch schon mit 14, 15 extrem das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt und ich was machen sollte. Aber ich hätte nicht die Möglichkeit gehabt, einfach den Mut nicht gehabt, mich zu outen in der Schule. Das hätte ich einfach nicht geschafft. Das ist so heftig. I mean, Sport, Jungklein. Wo sollst du hin? Bei den Jungs, bei Mädchen? Irgendwo dazwischen bei den Lehrern? Das ist doch Mist. Mobbing. Kinder, vor allen Dingen Kinder in der Pubertät, sind richtig grausam. Es kann richtig ekliges Mobbing werden. Und für die Lehrer ist es auch komisch. Auf einmal dann die Leute ganz anders anzusprechen und ich weiß nicht, wie das überhaupt funktioniert. Also wir hatten keine Transpersonen auf der Schule. Falls ihr eine Transperson kennt, in der Schule würde mich das echt mal interessieren, wie die Lehrer darauf reagieren. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also für die Lehrer scheint es ja auch dann komisch zu sein. Also ihr nehmt awkward Situationen im Rahmen des Sportunterrichts in Kauf. Ihr nehmt in Kauf Mobbing. Und keine Ahnung, wie es mit den Lehrern ist. Also das stelle ich mir echt komisch vor. Aber ihr müsst ja was machen, wenn das so schlimm ist. Bei mir war zwar das Verlangen da, aber ich wusste ganz genau, du hast nicht den Mut dazu. Und damals wusste ich auch noch nicht, dass Trans existiert. Hätte ich gewusst, dass Trans existiert, wäre es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes gewesen. Trotzdem hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Also Schule ist echt heftig. Wisst ihr auch nicht, wie man das anstellt. Klar, kannst einfach sagen, ja, ich bin trans, ich bin jetzt ein Girl oder ein Boy. Je nachdem, wie rum halt. Und ja. Dann ist es halt wie so ein Lottospiel. Entweder du hast Glück und die Leute akzeptieren es, oder du hast Pech und musst durch die Hölle gehen. Das wird ein schweres Thema. Wie gesagt, bei Eltern, am besten mit schriftlicher Form. Ganz easy going, alles in Ruhe erklären, aber so Schule und Arbeitsumfeld finde ich auch sehr schwer. Ich bin ja selbstständig mit YouTube und Twitch und da kann ich einfach sagen, ja, okay, bin trans, aber kann mich natürlich keiner kündigen oder rausschmeißen, weil ich selbstständig bin. Das hat der Vorteil, deswegen habe ich da auch keine Tipps wirklich für euch, falls es auf mich nicht zutrifft. Und ganz ehrlich, Leute, ne? Wenn ihr im Internet euch outet oder so und irgendwelche Leute reagieren negativ drauf, selbst wenn es eure Freunde sind, solange das nicht eine Person ist, die euch ultra viel bedeutet, müsst ihr einfach einen Fuck drauf geben. Ne? Leute, die toxisch sind, die blockiere ich sofort weg. Permaban und weg.
was willst du mit solchen Leuten haben? Die spielen eh keine Rolle in eurem Leben. Alle toxischen Leute blockieren oder ausblenden. Ganz einfach. Ist nur blöd, wenn es Leute im Umfeld sind, sprich Arbeitskollegen, Schüler oder Schülerinnen und so weiter und so fort. Halt Personen, wo man nicht ausweichen kann. Sprich, das sind Personen, die ihr immer im Umfeld habt. Die könnt ihr auch versuchen zu ignorieren, aber ihr kommt halt nicht ganz drum rum. Im Internet machst du einfach blockieren, ignoren es und dann ist diese Person verschwunden. Im Real Life kannst du dich zwar auch blockieren, aber so praktisch gesehen funktioniert das nicht immer. Du kannst zwar laut Musik hören oder so und dann versuchen, alles zu überhören, was die Person sagt. Aber in der Praxis ist es trotzdem nicht so einfach. Das ist halt das Ding. Ganz wichtig, abschließend jetzt noch. Lasst euch von keinen unterkriegen. Zieht euer Ding durch. Ihr wollt glücklich sein. Ihr wollt was ändern in eurem Leben. Und wenn ihr euch nicht outet und niemals euer Ding durchzieht, dann werdet ihr nie glücklich sein. Also gebt einen Fuck auf die Leute, die irgendwelche dämlichen, beschissenen Kommentare machen, weil sie sowas von konservativ erzogen wurden, nichts akzeptieren, immer noch alte Vorstellungen haben von Hitler oder so und sowas nicht akzeptieren, tolerieren. Gebt doch einen Fuck auf solche Leute. Und wenn es Freunde waren, waren es dann wirklich Freunde, wenn die euch jetzt auf einmal ditchen? Im Grunde genommen nicht, oder? Weil die euch als Mensch ja dann scheinbar nicht mehr akzeptieren. Muss man gucken. Auf jeden Fall, Outing bei mir war so lala. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, bei mir war das Outing perfekt und deswegen habe ich jetzt die perfekten Tipps für euch. Das stimmt nämlich nicht. Ich habe einfach das gesagt und naja. Erst tun die Leute so, ja, geil, cool. Und dann sind alle abgesprungen. Ich habe auch Verluste machen müssen. So ist ja nicht. Aber naja, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen zum Thema Outing habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche das irgendwie so kummerkastenmäßig zu beantworten. Und ja, wichtig ist generell nochmal zusammenfassend, versucht es so klar zu machen, wie es geht, damit die Leute euch verstehen und damit ihr authentisch rüberkommt. Versucht klar zu machen, warum es nicht mehr so weitergeht. Irgendwie müsst ihr Verständnis auch von den anderen erregen. Klar, im Idealfall akzeptieren die Leute sowieso alles. Im Idealfall müsst ihr nichts begründen. Ihr seid ja niemandem Rechenschaft schuldig. Aber es hilft trotzdem, wenn ihr verstanden werden wollt, wenn ihr es dann alles darlegt und erklärt. Versteht ihr? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das ist ganz wichtig. Vor allen Dingen bei euren Eltern. Und habt wirklich Geduld. Die kennen euch so lange. Bei mir war es so, ich habe mich jetzt dieses Jahr geoutet. Ich bin 25. Ist doch klar, dass mein Vater dann nicht sofort alles direkt angepasst hat. Er hat auch seinen 3 Monate circa gebraucht. Und es kann bei manchen auch ein Jahr dauern. Der hat halt auch ein bisschen gebraucht. Die kennen mich 25 Jahre. Ist doch klar, dass er denn nicht sofort sie hier sagt und richtig gendert. Naja, wie gesagt, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome, eure Cecile. Ciao! I'm gonna go get some more.